Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Runde des City Bus Managers. Und kurz was nachgucken, nicht, dass ich was vergessen habe. Habe ich nicht, alles gut. Ja, gestern waren wir stehen geblieben beim Einstellen der Linie 34 Hauptbahnhof über Coesfelder Kreuz, Hohenzollern Ring und dann wieder Hauptbahnhof. Das habe ich jetzt gerade zeitlich nochmal angepasst, die Sonntagsfahrpläne gemacht und habe jetzt nochmal auch zwei Busse auf Tour geschickt, die jetzt sofort losfahren müssten. Denn, ja, ich brauche noch. Warum habe ich denn hier noch 13? Okay. Es gibt nicht genug Buße für das ganze Geschehen, hätte ich schon fast genannt. Hier zum Beispiel muss einer früher rein, 9.55 Uhr auf 12 Uhr. Eigentlich braucht er das gar nicht. Wenn wir den rausnehmen, den dahin, den. Das passt auch nicht. Und dann lassen wir den so, wie es ist. Gelenkbus ist zwar wahrscheinlich übermorgen. Brauchen wir wahrscheinlich nicht, aber nehmen wir jetzt einfach mal 13.05 Uhr. Dann fährt der Körde. Der 12 Uhr, ja gut. Bis 14 Uhr. Uhr bis 23 Uhr. Problem ist, der schwarze Bus ist jetzt auch eingeplant. Ihr müsst natürlich auch wieder ausplanen. Könnte man eigentlich mal erst suchen. Zack, zack. So. Dann ist das schon mal geplant. Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Denn wir haben ja noch ein paar Linien jetzt dabei gekriegt. Da brauchen wir natürlich dann jetzt auch noch ein paar Busse für. Das ist natürlich jetzt das Problem. Das sind jetzt natürlich auch alles so Zeiten, die natürlich jetzt nicht unbedingt es besser machen. Uhr, das können wir ja schon mal. Uhr, mein Gott, das sind noch späte Zeiten. Ja, 16.45 Uhr, 17.05 Uhr, 18.00 Uhr, 15.55 Uhr. Dann fährt er den Umläufer. 9.30 Uhr, 12.40 Uhr, 15 Uhr, 14 Uhr. Und er besser den fahren, er ist ein bisschen zeitiger dran. 13.40 Uhr, dann fährt er den. Hier, da kann der raus und der rein.
16:30 Uhr. Uhr, 14 Uhr dahin. 16 Uhr. Jetzt haben wir alles nur noch um 13 Uhr rum. Und ich habe noch zwei Morgenlinien. 13.40 Uhr. 13.40 Uhr. 1 Uhr. 16 Uhr, 16 Uhr, 16 Uhr, 12 Uhr 45. Zack. Uhr, 14:20 Uhr, 14:40 Uhr, 1 Uhr, 5 Uhr, 13:50 Uhr. Uhr 55, 12:40 Uhr, 16:25 Uhr, 11:14 Uhr, 14 Uhr, 10:10 Uhr, 14:55 Uhr. 13:55 Uhr, 17:00 Uhr, 16:00 Uhr. 17:00 Uhr. So. Ist 1 Uhr irgendwas. 14:00 Uhr, 14. 16:35 Uhr, 13 Uhr bis 2 Uhr, 14 Uhr bis 16:20 Uhr. 16:20 Uhr. Ich habe nur morgens nichts mehr über. 1 Gramm für morgens Buscher. Ein Gelenk und ein Solo theoretisch.8 Uhr. Mir fehlt ein Gelenk und ein Solobus, theoretisch. Planen wir den. Und kaufen jetzt noch einen Solobus. Haben wir den schon mal gekauft? Ist das gar nicht? Ich glaub's nicht.
anwenden. Und dann tauchte nämlich jetzt auch bei mir im Schichtplan für morgen auf. Irgendwo wird jetzt eine leere Lücke sein. Die sind am Kisten einräumen, das müssen wir laufen lassen. Die laden nur aus, hier ist zu wenig Platz, wenn du mal viel bestellst. Okay. Müssen wir mal gucken. Ist auf dem Weg zur Tanke. Und die räumen noch fleißig das Ersatzteillager ein. Das ist das. Klingt doch nach Musik in meinen Ohren. Sowieso jetzt gleich 18 Uhr. Haltestellen gehen auch. Die einzige Linie, die noch existiert, die nicht nach Plan fährt, ist diese hier. Sonst habe ich 1, 8, 10, 11, 17, 3, 34, 60 aktuell drin. Dass die Bereitschaft in der ÖPNV-Bereitschaft wieder ein bisschen hochgeht. Mein Gott, ist ja der Betrieb hier im Kühlschrank. Was gibt's Besseres als leckeren Orangensaft morgens? Das ist auch schon fast wieder Mittag. Ja, auch im 10-Minuten-Takt, wenn es gut läuft. Na gut, wir wollen auf den neuen Tag warten wegen den Verspätungen. Da haben wir, glaube ich, Anpassungen haben wir da ja schon gemacht. Deswegen, da müssen wir mal warten.
Die Spinde größer geworden. Noch mehr Leute einstellen, ja, eigentlich schon so ein bisschen hätte ich ja schon ganz gerne noch. Ein paar Fahrer und so braucht man ja eigentlich immer mal. Deswegen. Einfach ein paar neue Busfahrer einstellen. Gut, gerade gibt es nichts Besonderes. Ich habe keine Freude, war schon lange, war Kram. Team im Service Center, da wird ja auch Geld ausgegeben, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja auch nicht feierlich, was die da teilweise fabrizieren. Ja, aber 200k heute wieder gemacht, das ist doch schick. Der ist gut, der ist auch gut. Läuft alles und. Ne? Ist auch gut. Ist auch gut. Mal Solo. Gelenk. Alles in Ordnung.
Ist auch in Ordnung. So. Ich weiß gar nicht, habe ich schon erwähnt, mein Schreibtisch auf jeden Fall bestellt. Der kommt dann so Mitte des Monats. Also Mitte Dezember, ganz grob. Ist alles da. Ich habe jetzt meine ersten Sachen schon aufgebaut, umgeräumt, ausgeräumt, aufgeräumt. Aufgeräumt war wichtig. Weil das, ich werde jetzt nicht sagen, dass das schlimm aussah, aber es war schon an manchen Stellen, wo du denkst, so. Alte Stellen, da ist gar nichts los aktuell. Ein paar Busse unterwegs. Ich komme rein, manche gehen wieder raus. Plan für heute steht auch. Gut, Fahrer ist auch nichts rot, von daher dürfte es eigentlich klappen. So Ersatzteile, wie sieht es denn aus? 18, 14, 24, 17. Ja. Nicht schlecht, hätte ich jetzt fast gesagt. Die Blinker müssen auf jeden Fall wieder funktionieren, wenn der Wagen losfährt. Oh, der erste Solobus, der nicht mehr in unsere Solobus-Stellplätze passt. Das ist aber nicht so cool. Postfach. Damit können wir uns auch, glaube ich, wohl glücklich schätzen. Das hat wo so läuft, wie läuft. Was ich auch überlegt habe, ich bin ja auf Frankfurt am Main, habe ich an einem Spielstand angefangen. Ob ich nicht noch einen schwierigen Spielstand auf Münster anfange, bin ich am Überlegen. Bei Münster ist so die Stadt, die verbinde ich, sage ich mal, damit. So, bei Münster würde ich immer weiterspielen wollen, weil da weiß ich ja, wie das fährt und hier und da und dort und jenes. Da bin ich, wie gesagt, noch am Überlegen, ob ich da noch eine, ob ich da noch, also ich hatte, dass ich einen leichten Spielstand habe hier, den spielen wir jetzt erstmal so weit, wie es geht. Und dann kann ich halt, können wir halt immer sagen, komm, wir wechseln jetzt auf den schweren Spielstand, machen da weiter. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich da noch einen Spielstand anfangen möchte. Weil wäre natürlich schon ganz cool. Weil hier brauche ich mir jetzt um Geld sorgen eigentlich überhaupt keine machen. Was fährt der denn? Ach, der fährt HBF, HBF. Der fährt die kleine Runde, eben. Dass ich da zumindest mal überlegen, dass ich da vielleicht noch sage, komm, ich fange auf Münster, also auf dem Stand, wo wir jetzt sind, nochmal einen schweren Spielstand an. Weil der leichte, da habe ich jetzt 40 Stunden gespielt und wir brauchen jetzt also so ein Geld keine Gedanken mehr machen. Wir können jetzt Linien bauen, wie wir sollen. Das Einzige, wo wir noch ein bisschen eingeschränkt sind, sind auf Dauer, ist die Plätze.
Wir kriegen zwar hier noch einige Gelenkbusse unter, gar kein Problem. Aber im Großen und Ganzen denke ich mal, wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn wir irgendwann einfach sagen müssen, komm, wir wechseln jetzt auf den, weiß ich nicht, auf den schweren Spielstand, einfach machen da weiter, aber im leichten Spielstand wir, sag ich mal, jetzt schnell alles erreicht haben. Oh, der hat auch irgendwas. Irgendwas hat er auch kaputt. Wir gucken mal, der um 4:05 wieder rausgeht, dass wir den eben wieder fit kriegen. Den müssten wir tanken, mal warten, bis der wieder da ist. Und heute ist der erste Advent. Ist mir heute Morgen mal drauf gefallen. Gucke morgens, wenn ich aufstehe, immer mal kurz in den Kalender rein, ob ich irgendwas habe für den Tag. Aber im Großen und Ganzen habe ich nichts. Ist mir auch gefallen, dass erst Advent heute ist. Ich bin ja sowieso noch nicht in Weihnachtsstimmung, von daher alles top. Guck mal, Maurice startet auch City Wars Manager. Ein kleiner Old Penner. Ja, kleiner Old Penner. Ich schreibe Maurice mal eben. So, Maurice hat eben geschrieben, eben darauf hingewiesen, dass er auf die Beta-Version wechseln soll, weil die ist aktueller, beziehungsweise besser zum Handling. Deswegen mal gucken. So, der muss um 4:05 Uhr wieder raus, also nach guten Stunde. Ich hoffe ja mal ganz stark, dass sie das schaffen. Oh, okay. Warte mal. Ich weiß nicht, worauf ich warten soll. Aber worauf ich warte, weiß ich nicht. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.